Morgen aus Chiang Mai. Wir sind in der Altstadt hier und die haben wir ehrlich gesagt die letzten Wochen ganz gut kennengelernt. An jeder Ecke gibt es irgendwie super schöne Tempel und heute ist es Zeit, dass wir uns mal ein bisschen mehr die Umgebung angucken. Ich sitze hier gerade im leeren Coworking Space und schneide das Video. Und ich habe festgestellt, wir haben ja eine neue Kamera. Das gab es ja im letzten Video, die Neuigkeit. Und da hat alles wunderbar funktioniert, aber diesmal habe ich irgendwie wohl den Fokus falsch eingestellt. Irgendwie ist der die ganze Zeit unscharf. Also alles, was nicht iPhone ist in diesem Video, ist unscharf. Tut mir leid, aber ich hoffe, es ist trotzdem unterhaltsam. Also zurück zum Roller besorgen. Hallo. So einen unfassbar kleinen Kopf, dass mir nie die normalen Helme passen. Aber das sieht auf jeden Fall aus wie Mario. Wir sind angekommen an einem Tempel, zu dem Franzi gleich noch mehr erzählen kann, aber ich wollte eben erzählen, wir wurden direkt angehalten von der Polizei in Chiang Mai und mussten unseren internationalen Führerschein vorzeigen, den wir noch beantragt haben in Deutschland. Also den brauchen wir tatsächlich, sonst gibt es hier Strafe. Wir gucken uns jetzt den Doi Suthep an. Das ist wohl einer der wichtigsten Tempel hier im Norden Thailands und um zu dem Tempel zu kommen, muss man jetzt hier, ich glaube, so 400-500 Stufen überwinden. Wie viele Stufen sind das? Ja, ich habe 400-500 gelesen. Viele. Pro Fuß, oder wie? Aber mega schön die Schlange, ne, die das Ganze hier einreißt, dieses Schlangengeländer. Und oh, da oben kommt jetzt noch ein Tor. Krass. Hier gibt es einen Schuhlocker. Also ich habe es eh schon nicht so mit Schlössern, ne? Aber ich glaube, das geht tatsächlich. Dann kommen wir, stellen wir sie da hin. Das war doch ein echt hübscher Tempel, den wir uns da mal wieder angeguckt haben. Und jetzt haben wir noch einen Viewpoint eingezeichnet gesehen. Das heißt, wir gucken mal, ob wir da nochmal hinschauen und dann geht's weiter bei der Hitze zu Wasserfällen. Oh nein, da steht, ist geschlossen seit vorgestern. Nein! Wegen Covid. Da steht, alle Nationalparks und National Forests in ganz Thailand sind zu. Da stand aber auch mal 2020, ne? Ach so, ja, stimmt, wahrscheinlich seit 2 Jahren zu. Aber sind dann die Wasserfälle auch zu? Keine Ahnung, fahren wir da mal hin. Noch ein Tempel auf dem Weg gewesen, der ist ja schön. Voll ruhig. Hier ist niemand gefühlt.
Grün. Ich hatte das noch gar nicht realisiert, wie die Landschaft um Chiang Mai, wie grün die ist, weil wir bisher nur uns in der Stadt aufgehalten haben. Dong. Richtig schönes Tempelfeeling hier. Der hier halt einfach eingezeichnet war. Ich habe keinerlei Notizen dazu, aber ich finde ihn ehrlich gesagt fast spezieller, weil der hier so mitten im Dschungel ist und teilweise so halb verfallen und vermodert, aber wunderschön. Also ich würde fast empfehlen, eher zu dem zu gehen. Hast du schon erzählt, dass ich Hunger habe? Nee, wollte ich gerade. Tempelzeit ist zu Ende, wir brauchen was zu essen. Und ich bin mir aber auch nicht sicher, ob vor den Wasserfällen da was zu essen kommt. Das ist die Frage, ob wir das riskieren. Also wir sind jetzt hier, wir fahren jetzt hier gerade zu so Wasserfällen, so mehrstufigen Wasserfällen und dafür verzichte ich auch aufs Essen. Es wird sich herausstellen, ob das eine gute Entscheidung war. Ich glaube ja nicht, dass das gut geht. Aber wenn wir Glück haben, können wir dann auch was zu essen kaufen. Und zumindest Wasser gibt's wohl, das habe ich nachgefragt. Also drückt Matthias die Daumen, dass es auch was zu essen gibt. Tada! Wasser gab's in dem Häuschen hinter mir und Cola. Das ist ja auch Zucker. Vielleicht reicht das, Franzi? Alternativ gab es da diese Dosennudeln mit Tüten. Heißem Wasser. Tüten, wie heißen die denn? Diese Instant-Nudeln. Ich probiere das jetzt mal mit Cola. Das muss jetzt an Energie reichen, um den 1,5 Kilometer langen Nature Trail hier zu laufen. Dauert laut Visitor Center 60 bis 90 Minuten. Und laut uns, wir wissen es nicht. Aber es sind 9, also der Wasserfall hat 9 Stufen. Wobei ich nicht weiß, ob man die alle sieht, aber wir versuchen das jetzt. Cola sei Dank mit ein bisschen Zucker. Da, guck mal, da habe ich Spinne. Siehst du die? Wow. Genau, und da bin ich fast reingelaufen und dann ist sie runtergefallen. Und dann... Wo sind die nett? Ja, das da oben. Genau auf der Höhe. Man kann hier gar nicht hochgehen, ohne durchs Netz zu laufen. Die ist ja riesig. Ja, die ist vor allem ganz ekelig. Ja. Ja, weiß nicht, was das ist. Das ist vielleicht so eine Spinne mit so einem krassen Haus. Das ist auf jeden Fall eine Spinne. Aber die hat halt so... Boah, ist das denn ekliges, ey. Wir können doch da lang. Das Netz, guck mal, das geht da. Hier geht das so lang, wenn man... Boah, ist das eklig. Okay, kannst du mich navigieren? Ich habe voll Schiss, dass ich dagegen renne. Thank you.
mir fällt gerade auf, wir waren ganz lange nicht mehr in der Natur. Wir waren in Bangkok, jetzt waren wir mehrere Wochen in Chiang Mai, da in der Innenstadt, wo auch immer Roller und Autos und irgendwas durch die Gegend fährt. Und hier ist es jetzt mal ganz ruhig. Ich höre keine menschlichen Sounds außer Franzis Trinkgeräusch. Und ja, das wollte ich euch jetzt einfach noch, oder zeigen wir euch einfach noch mal kurz, wie schön das hier klingt. Also hier so ein paar Soundeindrücke aus dem Dschungel hier. Wir haben gerade festgestellt, wir sind schon wieder auf dem Rückweg. Wir haben jetzt zwei Stufen von den Wasserfällen gesehen, aber irgendwie war da halt ein Weg auch gesperrt. Da stand zwischen in der Trockenzeit oder so, Januar bis April darf man da wohl nicht weiter. Ja, jetzt sind wir irgendwie schon auf dem Rückweg und hatten ja eigentlich gehofft, dass wir da irgendwie reinspringen können und uns mal abkühlen. Wir haben extra unsere Badeplinte an. Ja, und jetzt, Franzi, was heißt das jetzt? Jetzt heißt das, wir laufen erstmal zurück, gucken, was hier noch passiert und dann essen wir noch endlich was, oder? Jo. Okay. Kannst du auch noch mal in dem gefressen werden. Wir haben was zu essen gefunden, zumindest haben wir schon mal bestellt. Und wir werden das in so einer coolen Hütte, Bambus-Holzhütte am Wasser essen. Ja, wir sind in so ein Reservoir gefahren, also zu so einem Wasserreservoir. Und ich hatte vorher gelesen, dass die Locals das hier nutzen, um sich hier zu erholen, um irgendein Picknick zu machen, keine Ahnung. Und jetzt sind wir gerade reingefahren und haben diese 100 Stelzenhäuser am Wasserufer hier gesehen. Und ja, das ist doch irgendwie mega die schöne Kulisse, um jetzt mal unseren Hunger zu stillen. Das Monster ist gefüttert. Ich war aber lieb bisher. Das stimmt. Oh, hält das überhaupt? Das knatscht so. Das war's. Also für heute. Das war's aber nicht mit neuen Videos, denn wir werden jetzt ein bisschen regelmäßiger Videos posten. Wenn ihr uns schon länger folgt, dann wisst ihr, dass es sonst immer das Sonntagsvideo gab. Irgendwann haben wir mal den manchmal Mittwoch eingeführt und da wir jetzt aber deutlich mehr reisen werden, wollen wir das auch wieder häufiger mit euch teilen. Deswegen guckt auf jeden Fall regelmäßig bei uns auf dem Kanal vorbei. 2-3 Videos die Woche könnt ihr schon erhoffen. Genau, also im nächsten Video nehmen wir euch mit und zeigen euch, wie wir hoffentlich von Thailand nach Kambodscha reisen. Und da ganz viele schöne neue Abenteuer erleben. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, mal den Abonnieren-Knopf zu drücken und diese Glocke, damit ihr auch informiert werdet, wenn das nächste Video online ist, weil es ja dann nicht der Sonntag ist. Und damit auf zu neuen Abenteuern! Der Finger war nicht mit drauf. Was ist da denn los? Oh Gott, was mich hält denn dich? Mich? Wieso mich? Wieso mich? Ich bin doch ein Fliegenpilz. Ich dachte, jetzt Arbeit. Achso, nee. Wenn nicht nur einer redet. Ich dachte, jetzt kommt, dann kommt jetzt halt der Roller. Das war's? Ja.